Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Erstmal vielen, vielen Dank für die 10.000 Abonnenten. Das ging jetzt über 2 Jahre. Das ist langsam und stetig gewachsen. Finde ich sehr, sehr geil. 10.000 ist für mich eine ganze Menge. Danke nochmal für euren Support. Jetzt haben wir hier natürlich ein Special. Was heißt das? Wir haben mit Dubaro gequatscht und ich will euch jetzt auch erklären, warum. Ich hatte vor kurzem eine Umfrage auf meinem Kanal, welcher Systemintegrator für euch am interessantesten ist, was Preis-Leistung angeht, beziehungsweise die Konfiguration jetzt unabhängig mal vom Preis. Und da wurde ganz klar gesagt, Dubaro mit über 80%. Das hatte ich dann dem Kai geschickt, habe gesagt, hier, guck mal, wo sich das am Anfang so abgezeichnet hatte. Die Leute scheinen mit eurem Unternehmen sehr zufrieden zu sein. Und dann hat er mich 2 Wochen später nochmal kontaktiert und hat gesagt, hey, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit dieser Umfrage? Was ist dabei rumgekommen? Dann habe ich gesagt, ja, ist bei den über 80% geblieben. Da habe ich ihn auch gefragt, was könnte ich irgendwie als 10.000 Abonnenten-Special machen? Das wäre ja vielleicht mal ganz geil für euch. Und da kamen dann auch Vorschläge, auch von Kai, aber erstmal eure Vorschläge, zum Beispiel irgendwie so Outtakes machen oder irgendwie spezielle Gehäuse nochmal zeigen und solche Geschichten. Aber das war mir irgendwie nicht genug. Und dann sagte Kai, lass doch mal auf begrenzte Stückzahl ein System von euch anbieten, was ihr konfiguriert, also meine Mods und ich. Und dann schauen wir mal, was wir daraus machen können. Natürlich hauptsächlich mit Teilen, die bei Dubaro lieferbar sind. Wenn wir da jetzt irgendwas Exotisches bestellen, ist natürlich auch Quatsch. Und er sagte dann halt, lass das so machen und dann machen wir einen extrem guten Preis da drauf. Das ist dann halt, wie gesagt, begrenzt auf eine gewisse Stückzahl, weil das Teil muss auch noch zusammengebaut werden. Das kostet ja auch nicht gerade wenig Geld. Und dann haben wir diese Kiste hier quasi entwickelt, zusammengestellt, wie auch immer. Und jetzt gerade, wo das Video live ist, ist auch das System live gegangen bei Dubaro. Ich glaube, die Begrenzung sind 20 Stück. Und das soll kosten 1.699 Euro und bei Geizhals liegt das Ganze, glaube ich, aktuell bei 1.750 Euro. Das schwankt immer so ein bisschen. Letztes Mal waren es auch 1.800 Euro. Auf jeden Fall 1.699 Euro, unter anderem mit einem 13.400F und einer 4070 Ti. Aber die genauen Specs, die zeige ich euch jetzt noch. Die restlichen Specs, wie zum Beispiel das Gehäuse und das Netzteil, das könnt ihr auch einfach der Geizhals-Liste entnehmen oder eben der Artikelbeschreibung, wenn ihr unten in der Videobeschreibung auf den Artikel draufklickt. Und ich habe mich jetzt ein paar Tage mit dem System befasst, auch was den Airflow angeht, was die Temperaturen angeht, was die Benchmarks angeht. Und die Benchmarks, die zeige ich euch jetzt auch mal. Hier hätten wir jetzt Apex Legends, da sind wir im Schnitt bei ca. 200 bis 230 FPS, manchmal auch ein bisschen drüber. Alles auf Ultra gedreht und natürlich WQAD. Hier hätten wir Cyberpunk, da schauen wir uns gleich noch das Endergebnis an. Ihr seht jetzt oben links schon 110 FPS, alles auf Ultra, auch mit Raytracing, seit dem Durchschnitt bei 133 FPS. Dann hätten wir hier Far Cry 6, alles auf Ultra gedreht, bei 140 maximal FPS, im Durchschnitt ca. 116 FPS, hier habt ihr das Endergebnis. Dann hätten wir hier noch Hogwarts Legacy, top aktuelles Spiel, da sind wir im Schnitt so bei 110 bis 120 FPS, alles auf Ultra und Raytracing auch auf Ultra. Dann haben wir hier noch PUBG, auch alles auf Ultra in WQAD, da sind wir so im Schnitt bei ca. 213 FPS, aber ihr seht oben links auch 250 FPS, ganz easy, kommt immer auf die Umgebung an. War Thunder, da sind wir bei ungefähr 280 FPS, auch alles auf Ultra gedreht in WQAD. Kommen wir zu den UHD-Benchmarks. Hier haben wir Apex Legends, da sind wir so im Schnitt bei 110 bis 120 FPS, alles auf Ultra gedreht. Dann hätten wir hier auch den Cyberpunk-Benchmark, ebenfalls alles auf Ultra, DLSS ausgeglichen. Da sind wir im Schnitt bei ca. 78,66 FPS. Bei Far Cry 6 ebenfalls alles auf Ultra gedreht, da sind wir im Durchschnitt bei ca. 79 FPS auf maximalen Settings. Und hier sieht man ganz klar, Hogwarts Legacy treibt die Karte richtig voran. Da sind wir gerade mal bei 30 FPS, wenn alles auf Ultra ist. Mikroruckler sind auch am Start. Ich würde auf jeden Fall die Einstellung runterdrehen. Und PUBG, da sind wir jetzt bei ca. 180 bis 200 FPS, je nach Umgebung. Auch in 4K, alles auf Ultra.
War Thunder, auch alles auf Ultra in 4K, bei ca. 230 bis 240 FPS. Jetzt habt ihr ungefähr einen Eindruck gekriegt, wie viel FPS ihr mit diesem System erwarten könnt. Viele hatten sich auch Sorgen gemacht wegen dem 13400F, dass er die 4070 Ti irgendwie bottlenecken würde. Also in 4K schon mal gar nicht, in WQHD konnte ich in diesen Titeln jetzt auch nichts feststellen. Solltet ihr Sorge haben, dass euch der Prozessor zu klein ist, was ich nicht glaube, weil das ist irgendwie das Pendant zu einem 12600er. Dann konfiguriert euch halt einen 13.6er rein. Dann seid ihr wahrscheinlich immer noch gleich Geizhalsliste oder immer noch billiger. Wenn ihr die Geizhalsliste dann anpasst zum 13600er, dann könnt ihr auch einfach das nochmal vergleichen mit dem Dubaro-System. Da werdet ihr wahrscheinlich immer noch drunter sein. Vor allen Dingen kommt ja noch der Zusammenbau dazu und der ist ja schon im Preis mit inbegriffen. Ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, das ist auch wichtig für meinen Kanal, ich bin unabhängig. War ich schon immer. Und wir hatten ja in der Vergangenheit mal mit Krodos ein bisschen was gemacht und jetzt halt mal mit Dubaro und jetzt auch mit Hardware-Rat, der hat einen PC gestellt und so. Also ich bin wirklich unabhängig. Nur es ging halt um eure Umfrage und in eurer Umfrage war es wirklich so, dass Dubaro sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Das ist auch nur ein begrenztes Ding. Wie gesagt, 20 Stück, wenn sie weg sind, sind sie weg. Und dann wird es auch kein PC-Check-System bei Dubaro aktuell mehr geben. Ich möchte auch noch einen Punkt sagen bei der SSD. Ich sage meistens, dass diese schnellen SSDs keinen Sinn machen, preis-leistungstechnisch, weil braucht man als Gamer einfach nicht. Hier ist jetzt eine drin mit 7000 MB die Sekunde. Ja, ist eine ganze Menge, klar, aber da war der Einkaufspreis für Dubaro halt interessant, das muss man so sagen. Die wollten nämlich erst eine NV1 da reinwandern lassen und da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich halt gefragt, ey, habt ihr nicht irgendwas, was für euch im Einkauf irgendwie noch interessant wäre, dass der Preispunkt aber immer noch stimmt? Und dann war halt die Fury Renegade auf dem Plan. Und dann haben wir die halt genommen. Und ihr habt halt 32 GB RAM, ihr habt 2 TB Speicher. Das sind alles mal diese Sachen, die ich so ein bisschen moniere. Wir haben auch hier 3600 MTS und so weiter. Also das ist wirklich eigentlich ein ganz gutes System. Wie eben schon erwähnt, den Link zu diesem Produkt, den findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie die Geizhalsliste. Ihr könnt immer tagesaktuell vergleichen. Es kann sein, wo ich jetzt das Video aufnehme und das kommt dann ein, zwei Tage später, dass der Preis wieder ein bisschen gehopst ist. Das kann immer passieren. Aber wenn ihr da Bock drauf habt und ich habe in der Community schon im Livestream auch gehört, dass sich einige den wohl bestellen wollen, ja, dann bestellt ihn euch. Ich glaube nicht, dass diese 20 Stück schnell weg sein werden, aber ich wollte es nur gesagt haben. Ne? Jetzt wundern sich vielleicht einige, warum das Ding hier noch steht. Ich habe Shakun angeschrieben, habe gesagt, Shakun, ich habe 10.000 Abos gemacht, hättet ihr Bock irgendwie was beizutragen, so als Giveaway? Und da sagte Shakun, ja, können wir machen. Und zwar haben wir hier das M30 RGB. Ein schönes Airflow-Gehäuse, jetzt nicht für diese High-End 3000-Euro-Systeme, aber wirklich für so ein 1500-Euro-System wirklich ein gutes Case. Das haben wir hier einmal in der RGB-Variante, da ist ein RGB-Luffy dann im Heck. Dann habe ich den noch einmal als Non-RGB-Variante. Die werde ich beide verlosen bei mir im Livestream, beziehungsweise ihr müsst wie immer hier unter diesem Video einen Kommentar schreiben. Im Livestream werde ich das dann, sage ich mal, innerhalb einer Woche auflösen und gebe dem Kollegen natürlich bei YouTube sofort bekannt, dass er gewonnen hat, ne? Dass er da Bescheid wisst. Also ihr müsst jetzt nicht zwangsläufig bei Twitch zuschauen, damit ihr halt teilnehmen könnt. Einfach hier einen Kommentar schreiben, schönen, etwas längeren, das wäre ganz cool. Und ich mache das halt bei Twitch, damit man immer nachverfolgen kann, wie diese Auslosung zustande kommt. Da mache ich jetzt kein Video, schneide das oder so, sondern mache es einfach nur wirklich so live hier, zack, YouTube, random, Comment Picker und dann lose ich das aus und dann ist das Thema auch erledigt. Also, das System ist ab jetzt erhältlich, die Dinger verlose ich. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und ein Abo wäre auch ganz nice. Übrigens kann es sein, dass Dubaro noch ein paar Tastaturen und Mäuse sponsort. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, sage ich euch auf jeden Fall in den nächsten Videos noch Bescheid. Und ich wollte noch dazu sagen, für die ersten 10, die das Ding bestellen, gibt es eine PC-Check-Grafikkartenhalterung dazu. Ihr kennt die vielleicht, habe ich öfters mal im Livestream gezeigt. Ist jetzt bei der Grafikkarte nicht unbedingt nötig, die ist jetzt nicht so schwer, aber ist immer ganz gut, wenn man eine kleine Stütze da drin hat. Wer das Teil kauft, schickt mir eben ein Bild von der Rechnung oder was und ich schicke demjenigen dann ganz einfach diese Grafikkartenhalterung zu. Das läuft dann nicht über Dubaro, das mache ich ganz normal über meinen Kanal. Schreibt mich bei Discord an und sagt, hey, ich habe das Ding gekauft, ich hätte gerne diese Halterung, dann machen wir das. Das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.